Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play mit dem Dübel Detlef and Friends. Hallo Bolzenbolle. Moinsen. So, die Grinding Action geht weiter. Oh Mann, ey. Da hätte ich mich wahrscheinlich eben in der Situation irgendwie zurückziehen müssen. Rechtzeitig. Hm. Ärgerlich, ärgerlich. Aber wir haben eine gute Zusammenstellung. Yippie. Ne, wir haben keine gute Zusammenstellung. Oh mein Gott. Wieso haben die wieder deutlich mehr Heavys und gute? Ich bin ja kein Heavy, mich muss man ja wegrechnen. Ja, mit 200 Durchschlag, die trollte ich auch manchmal die Gun hier ein bisschen. Gerade bei dem FCM. Geht gar nicht. Ja, mit dem muss auch ab dann mal ein bisschen mehr Gold schießen. Hm. Wie zum Beispiel mit meiner Maus fahre ich ohne Gold. Jo. Weil ich ja da auch mehr Snapshotte. Weil einfach der Turm nicht so lange in die Richtung gucken darf, weil der so lange aimt. Da. So sieht's aus. Da muss man halt den Gegner mal ein bisschen Premium-Munition geben. Wenn er sie braucht, dann kriegt er sie. Auch wenn er sie nicht braucht, kriegt er sie, weil dann werde ich deswegen. Ich bin ein Panther 2. Ist richtig. Kritischer Treffer auf dem Skoda, Mann. Zu spät geschossen. Das ist ja ein schönes Rudel. Hm. Ah. Snappy hat nicht funktioniert, schade. Schön überlegt, wo ich mich hinstellen kann, um da zu unterstützen, aber... Ich weiß es auch nicht, die sind einfach alle auf einem Fleck. Gekettet. Jawohl. Die dürfen da nicht immer pieken, das ist es. Oh, ich komme nicht durch, Mann. Tja, IS-3 fährt unten lang, die ist auch noch so gut wie Full Life. Ja, ich verschieb mich mal Richtung IS-3. Ja, irgendwie, irgendwas müssen wir jetzt machen hier. Jetzt fährt der T37 vor. Kommt einfach frontal an der Seite durch. Nicht mal minimal winkeln kannst das Ding, ey. Schon hast du die Arschkarte. Ja, die IS-3, wenn du da unterstützen könntest. Ja, wunderbar. Ich komme leider nicht hin.
Ja, ich prall ab, ist richtig. Jetzt schießen die 25 auf mich. Ach. Ja, richtig. Jetzt nimmt mich ein Elk und ein MT25 aus. Ach, ist doch zum Kotzen, ey. Naja, 3 zu 10, mehr braucht man dazu nicht sagen. Was da denn noch? Oh, nur noch 10. Wirkungstreffer. Ja, die brauchen alle nicht eben. Ja, und CDC. Ja, ja, nee, der kam von hinten. Ich hatte gedacht, der Dings hat geschossen. Aber die kommen da halt alle durch, da kannst du nichts machen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zwei Mal im Easter abprallt, ey. Eigentlich, wo man hätte nicht abprallen dürfen. Oh, ja. RNG is your friend. Ich freue mich schon richtig auf den VKB, ey. Ah, Konstellation ist in Ordnung. Ja, ja, ja. Auf geht's!
Überlebt das da nicht, wa? Hä? Ich? Nee, ich meine da auf der Seite. Oder schafft ihr das? Keine Ahnung, werden wir sehen. Also, mir geht's gut. Doch, das schaffen sie. Naja, das hat sich jetzt auf einmal ziemlich gut gelichtet. Ja, keine gute Map für mich, keinen Schaden gemacht. Kannst du machen nichts. Von wem wurde der Scoping G? Oh, da wurde er richtig auseinandergeholzt. Ach, höre doch auf. Ein Schuss habe ich nicht recht. Er war ein gutes Team, ey. Das war kacke. Naja, zu den Heavys hätte ich nicht fahren müssen. Doppel T34. Keine Chance. Aber 30.000 habe ich schon zusammen. Das ist nicht mehr so viel. Wie warst du? 100 und 20, 60? Ich habe jetzt gar nicht genau hingeguckt. Ich glaube 165 oder so. Ich hoffe, dass sie die Maus mal irgendwie ein bisschen balancen gegen die neuen Panzer. Mal den Frontturm ein bisschen härter machen. Das ist eine gute Frage, ey. Na, wenn ich mit dem T-34 mit AP durchschießen kann, ja. Dann ist das ein bisschen. Ja gut, aber das ist auch 50-50, ne? Drei Schuss, dreimal durchgeschossen. Ich im T-34 gegner schon aus. Ja. Ja, aber dann hast du gut RNG, ne? Ja, aber es darf eigentlich nicht sein. Nee, eigentlich nicht. Im 8er darfst du nicht bei so einer Maus durchkommen, so einfach frontal. Also klar, unten das Viereck, das müssen sie lassen. Weak Spots braucht man halt. Klar. Und dass der Tor und dass du durch den Turm durchkommen musst, ist auch klar, weil wenn du nicht mehr durchkommst, dann ist die Maus unzerstörbar, wenn es keine Arti gibt. Also ich glaube, viel balancen könnten sie den Turm nicht. Eher die anderen Panzer vielleicht ein kleines bisschen abschwächen, aber gerade bei Premium werden sie das nicht. Okay. Kommt ja keiner. Ist ja fast alles. Na, ich lass mal kurz den Bulldog. Nee, der will nicht, wa? Ach, Bulldog, du bist ein Süßer. Gut, dass du ein Spotter geworden bist. Das könntest du auch Hosenschaßer sein. Lass dich nicht von der Arti balancen. Ja, was willst du machen? Wenn sie will, will sie. Der ist abgeprallt. Ach, jetzt steht der Scoping G in der Ecke. Der T34
angreifen. Naja. Kann ich nichts machen, 1390 ist auch gleich von oben. Oh, Glück gehabt. Ein bisschen Unterstützung bekommen, schön. So, jetzt sind so viele Panzer hier, jetzt muss man aufpassen auf Audi. Schlechter Schuss, schlechter Schuss. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Oh, hier, Dings ist durch, wa? AMX und so. Ich drehe mich mal zu denen um. E5? Hä? Was? 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 Der ist da wieder hoch? Ah. Jetzt bin ich tot. Da hinten steht der dritte. Hinten oben drauf. Er hat sich gut versteckt, hat auch gut Schaden gemacht. Na jo, das ist. Ja, ja, ist eine sehr, sehr gute Position für den, ne? Schöner Busch, kann überall hinschießen. Wieder nur 1100 Schaden, ey. Ist lächerlich, ey. Den muss ich mir auf jeden Fall mal merken, den Busch, wenn ich einen Spritzelwagen habe. Hm? Ich sag, den Busch muss ich mir merken, wenn ich einen Spritzelwagen habe. Ja, dann musst du erstmal hochkommen. Ja, ja, ja. Tja. Kann man machen. Schön. Sag mal, so ein Heavy mehr. Hätte uns gut getan, sagst du? Ja, na gerade weil die so schöne Heavys haben und wir haben, naja, alles andere. Ein KV2. Uni, ein Tiger 1. VKH, hm. Leider zählt der VKH ja auch als Heavy. OI und KV2, die können ja wenigstens noch ein bisschen mit HE machen. Legen wir los. Ja.
ich unterstütze euch auf jeden Fall. Ich versuch's zumindest. Ja, also ich denke mal, oben müssten sie eigentlich regeln können. Da dürfte eigentlich fast gar nichts kommen. Wer weiß, ob dann Heavy ihn fährt, mal sehen. Ein KV2 fährt schon mal hoch. Ja, richtig. Ich krieg schon die erste, Alter. Die I6 geht auf und braucht nicht Aim. Lucky Shot. Ach, die fahren oben nicht weiter. Nope, wir verlieren alles, die komplette Map Control. Ja, der T-34-3 hätte mit hochfahren müssen. Da hätten sie da regeln müssen, da hätten wir die Stadt oben gehabt. So haben wir gar nichts. Da kommt ein Stritzelwagen für dich. Ja, aber der VK dimpelt hier immer vom hin und her. Oh, wird der 59-16 UI Regel, ne? Wieso ist denn der zu? Bern? Der UI. War der bei dir zu, oder? Ne, der sah eben gerade zu aus, ja. Alter, da steht ein Pulk von Zerstörungsmaschinen. Wahnsinn. Sagen sie im Radio gerade, dass Trump ADHS hat. Ja? Postillion wahrscheinlich geschrieben. Doch, wie ich nicht mal bei seinen kleinen Bubbeln durchkomme, ey.374 auf den Uro, ey. Der ging voll durch ihre Panzerung. Da war ein unsichtbarer Stein. Der ist kaputt. Den T-34 auch noch seitlich von mir. Wirkungstreffer.
Auf den T34 kann ich gucken. Okay, hat sich noch nicht. Oh, bist du noch voll live, ey. Mhm. Geht gleich die Premium-Munition aus. Ja, richtig. Tiger 1, Alter. Mann! Der ging voll durch ihre Panzerung. Das war nicht ohne. So, damit kommen wir wieder zum Ende der, ja, der Folge. Ich würde mich über ein Abo freuen oder ein Like. Ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss, würde mich auch freuen.